Hallo liebe Leute, ich bin der Callcenter Crusher und ich habe heute ein längeres Video für euch, in dem es nur um eine Firma geht, die Firma Phantom Finanzen. Der Sitz dieser Firma ist am Rothschild Platz 1 in Wien, in 1020 Wien. Das Video fängt an mit deren Kontaktaufnahme und zieht sich über etliche Telefonate und E-Mails bis zur Auflösung am Ende. Zwischendurch habe ich für euch immer einige Punkte etwas erklärt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und wünsche euch viel Spaß. Nach dem Intro geht's los. Hallo. Hallo, guten Tag. Florian Beck, mein Name. Ich rufe Sie von Phantom Finanzen an. Spreche ich mit dem Herrn Brömer? Bin ich da richtig? Das ist richtig, ja. Genau, Herr Brömer, Sie haben sich bei uns registriert, richtig? Von Investitionen? Richtig, sonst könnten Sie mich auch nicht anrufen. Richtig, also ich rufe Sie von der Finanzabteilung an, um Ihr Konto zu aktivieren, alles abzuschließen. Hätten Sie jetzt 5 Minuten Zeit für? Ich habe Zeit, ja. Ich kann mir Zeit für Sie nehmen. Okay, super, ich freue mich. Erstmal aber wollte ich Sie fragen, Herr Brümmer, wie Sie uns gefunden haben. Also durch Freunde, Bekannte, Internet. Im Internet. Im Internet. Okay, also ich erkenne erstmal, wie es geht. Ja, also wie gesagt, ich rufe Sie von der Finanzabteilung an. Nach der Aktivierung des Kontos, ja, nach der ersten Einzahlung gebe ich Ihnen Zugangsdaten und dann können Sie mir reinschauen. Ja, wie es sich entwickelt hat, wie viel Sie verdient haben. Mehr machen Sie aber nicht. Ja, das ist genau für Menschen, die keine Zeit oder Erfahrung haben. Ja, haben Sie schon mal gehandelt? Ja, In habe ich schon. Kryptowährungen, Aktien? Ich habe schon Ah, gehandelt, ja. okay. Okay, also wie gesagt, Erfahrung brauchen Sie eigentlich keine. Sie werden auch ein persönlicher Experte haben, der wird Sie immer beraten. Also Sie machen nichts alleine. Ja, ganz ehrlich, Sie müssen nur entscheiden, was Sie eine Auszahlung machen. Ja, wenn es Ihnen gefällt, können Sie weitermachen. Wenn nicht, nicht. Und wir nehmen 1% von jedem ausgezahlten Gewinn. Ja, so finanzieren wir uns. Herr Brümmer, jetzt, bevor wir weitermachen, habe ich ein paar Fragen für die Statistik. Und zwar, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Muss ich fragen. Ja, ich bin 57. 57, aha, und sind Sie berufstätig? Richtig, ich bin selbstständig. Ja. Das heißt, in welchem Bereich rein für die Statistik? Im Stahlbau. Sehr schön. Und letzte Frage auch für die Statistik. Sind Sie verheiratet, ledig, geschieden? Natürlich. Aha, alles klar. So, Herr Brümmer, mit wie vielen wollen Sie einsteigen? Wissen Sie schon? Oder soll Nee, ich Sie das weiß ich beraten? noch nicht, weil was ist denn so gang und gäbe bei Ihnen? Okay, also Mindestbetrag liegt bei 250 Euro. Ja, der Oh, Durchschnitt in das ist Deutschland, aber Österreich, liegt. ein Mindestbetrag. Ja, Mindestbetrag. Ja, Sie können auch ziemlich klein anfangen. Ja, also 250 Euro sind Das 0,00 etwas. wäre ja kein Investment. Das ist ja Von einem Spielgeld. Bitcoin. Ja, richtig, genau. So Durchschnitt bei ca. 1000 Euro. Und wir haben sowieso ein Neukundenangebot. Angebot, ja, von 1000 bis 5000 Euro. Ja, und Sie bekommen noch einen 50-prozentigen Bonus dazu. Ja, zum Beispiel, wenn Sie 2000 Euro einsetzen, Sie bekommen noch einen 1000 Euro Bonus drauf. Ja, und während dem ersten Monat werden wir nur mit unseren 1000 handeln, damit Sie nichts verlieren, auch wenn der Bitcoin senkt. Ja, also Ihr Geld können Sie einführen im ersten Monat. Erstmal nur zu schauen, ob es Ihnen gefällt, wie es funktioniert. Ja, Ja, also eigentlich hatte ich eher und das würde ich vor, Ihnen empfehlen. ja gut, naja, aber das ist, eigentlich hatte ich ja vor, ich habe Geld aus meiner Firma rausgezogen und wollte das gern gewinnbringend investieren. Das geht auch. Ja, aber ich erkläre, wie es geht. Ja, also Summen ab 2.000 oder 5.000 Euro, dafür brauchen wir erstmal eine kurze Verifizierung machen. Ja, also dafür brauchen wir Kopie von Personalausweis, Adresse, Nachweis. Also irgendeine Rechnung von den letzten 3 Monaten. Ja. Also machen wir vielleicht so. Also ich schicke gleich eine E-Mail an werner.brümmer@mdz.mail. Stimmt das? Das Punkt ist E-Mail, richtig, Entschuldigung. ja. Genau. Also ich schicke gleich eine E-Mail von mir, Florian Beck, mit meinen Kontaktdaten. Ja, so Adresse, Telefonnummer und alles. Und mit den Dokumenten zur Verifizierung, ja, die wir brauchen. Ja, und nach der kurzen Verifizierung könnten wir, dann schicke ich Ihnen die Bankdaten und Sie können gerne die Überweisung machen. Ja, Sie bekommen natürlich eine Quittung.
Ja, dass sie derzeit Bitcoin besitzen. also erstmal möchte ich ja gern wissen, wie das bei Ihnen läuft. Ich meine, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich bei Ihnen handeln möchte. Warum soll ich mich jetzt schon Ja, also, verifizieren? okay, also Moment, also nochmals, ja, nach der Zahlung, egal ob Sie mit 5.000 oder 250 € starten, ja, dann werde ich Sie weiterleiten an Experten. Sie werden einen persönlichen Experte haben, ja, und der Experte macht das Ganze für Sie. Ja, also er setzt das Geld ein in verschiedenen Währungen. Ja, das wissen Sie wahrscheinlich, zum Beispiel Bitcoin gegen Euro, gegen US-Dollar. Ja, und wir arbeiten mit einem Risikomanagement, ja, so wie mit Aktien. Also im schlimmsten Fall verlieren Sie 10% vom Einsatz. Ja, Ja, ist mir so und eingestellt. Sie sagten automatisches System, habe ich das richtig verstanden? Automatisch, also Algorithmus, sondern auch mit dem Broker zusammen. Ja, Ja, also das heißt Sie arbeiten mit, Algorithmus. das meinte ich. Ja, Genau. klar, Also das aber erkennen die. wie verdienen Sie denn Geld für mich? Sie sagten Also ein Algorithmus. die. Welcher Algorithmus ist das denn? Ja, der Algorithmus, den wir gebaut haben, erkennt die besten Zeiten. Ja, wenn es sich lohnt zu kaufen, verkaufen. Und wir haben auch ein Team von ca. 50 Broker-Analysten. Ja. Also der Algorithmus, Also die. der soll für mich handeln. Habe ich das richtig verstanden? Nee, der Experte. Ja, so eine Person, wie das Geld einsetzen. Ja. Ah ja, okay, gut. Also kein Algorithmus. Ich dachte, es wäre Doch, sowas auch wie mit dem der. Algorithmus. Ja, was denn nun? Ja, also es ist automatisch, ja, aber nochmal, ja, es kommt darauf an, ja, es ist auch mit dem Algorithmus, auch mit den Experten, Broker, Analysten, ja, also nochmal, Ihr Geld ist uns kein Spiel, ja, und wir verdienen nur, wenn Sie was auszahlen lassen, unser 1%, Ja gut, aber erstmal ja. möchte ich doch wissen, wie ich überhaupt Gewinne mache, bevor ich ans Auszahlen denke. Sie sagten Ja, Algorithmus. Also natürlich. mir ist bekannt zum Beispiel der MetaTrader. Nutzen Sie den MetaTrader? Nein, wir benutzen nicht den MetaTrader. Okay, gut. Aha. Aber wie gesagt, ich schicke gleich nochmal eine E-Mail. Wir können das vielleicht so machen. Soll man vielleicht einen Experte bei sich mal melden, telefonisch? Ja, ich bin ehrlich, ich bin nur zuständig für die Aktivierung des Kontos. Ich sehe, Sie haben eine Erfahrung. Vielleicht kann der Experte Ihre Fragen beantworten. Ja, das wäre ganz nett. Ja, so mehr deutlich. Okay, können wir auch machen. Herr Böhmer, haben Sie heute Zeit für Es den kommt drauf Anruf? an. Wann würde der, also wie spät haben wir jetzt? Jetzt haben wir, ich sage mal, bis 16 Uhr habe ich erstmal noch Zeit, danach habe ich einen Termin. Bis 16 Uhr. Moment mal, ich schau mal. Ja, ich glaube, es wird klappen. Bis 16 Uhr. Und wenn ich einfach eine E-Mail, wenn das nicht funktioniert. Ja. Ja gut, dann bis jetzt habe ich noch keine E-Mail von Ihnen erhalten. Ich schicke gleich die E-Mail raus. Ja, also nach dem Anruf schicke ich gleich die E-Mail raus und der Experte will sich in den nächsten Minuten bei Ihnen melden. Alles Ja. klar. Gut, so machen wir das. Super, Bruder. Also, okay, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bis dann. Ja, bis später. Bis dann. Tschüss. Hallo? So, wunderschönen guten Tag. Spreche ich mit dem Herrn Werner Brümer? Ja, ist richtig. Ich grüße Sie, Herr Brümer. Dennis Scholl, mein Name, Phantom Finanzen. Sie haben sich bei uns registriert, bezüglich ein Handelssystem. Ja. Genau. So, sagen Sie mir bitte, waren Sie schon mal auf die Plattform gewesen? Haben Sie so schon ein bisschen recherchiert oder darf ich Ihnen ganz kurz beraten? Ja, ich habe mir die Plattform schon angesehen, ja. Okay, perfekt. So, und sagen Sie mir bitte, in was interessieren Sie sich? Also in Kryptoinvestitionen, ist das richtig? Ich will grundsätzlich Geld investieren, um Geld zu machen. Super, das freut mich zu hören. Dafür sind wir bei uns richtig. So, wie gesagt, mein Name ist Dennis Scholl. Ich bin ein Handelsberater im Haus, bin ab jetzt für Sie zuständig. So, wir haben bei uns verschiedene Optionen, was wir ihm anbieten können. Sagen Sie mir bitte, haben Sie sich schon ein bisschen Gedanken gemacht und mit wie viel möchten Sie erstmal bei uns starten? Na, Also wenn ich. erstmal muss ich mich sehr wundern, weil der Kollege hat gesagt, er schickt mir eine E-Mail. Es ist keine E-Mail gekommen. Sind Sie immer so unzuverlässig? Moment, ich gucke gerade, mit wem Sie telefoniert haben. Herr Florian Beck, ist das richtig? Kann durchaus sein, ja. Okay.
Und der Beck sollte ihm ein E-Mail schicken mit Bankverbindung oder mit... Ja, überhaupt, er wollte mir eine E-Mail schicken. Er hat mir keine E-Mail gesendet. Ist Ihre Firma immer so unzuverlässig? Nein, es ist nicht richtig. Also ich versuche gerade zu verstehen, was ist dazwischen passiert. Ich sehe, dass eine E-Mail an Sie ist rausgegangen. Moment, vor... So. Von circa 15, 20 Minuten, also um 15.21 Uhr. Da hatten Sie telefoniert mit dem Herrn Berg. Da ist keine E-Mail angekommen. Okay. An welche E-Mail-Adresse hat er es denn gesendet? An werner.brömer@mdz.email. Ja, richtig. Das ist meine E-Mail-Adresse und es ist noch keine E-Mail angekommen. Moment, ich schicke mir jetzt ein E-Mail mit meinen Kontaktdaten, ohne nicht zu schreiben, nur damit Sie das schon mal haben. Sagen Sie mir bitte, ob es angekommen ist bei Ihnen. Sind Sie am PC oder am Rechner? Ja, ich bin am Rechner. Hallo? Ihr Telefon ist kaputt. Ja, ich höre nicht. Ja, warum ist Ihr Telefon denn zwischendurch immer kaputt? Der ist nicht kaputt. Also ich bin einfach im Handelsraum. Ich muss reagieren auf Signale. Ich arbeite gleichzeitig mit verschiedenen Kunden. Deswegen, ich muss manchmal zuhören, was mein Analytiker mir sagt. Okay? Oh, das also ist aber, also wenn Sie mit mir telefonieren, dann bitte nicht. Dann sollten Sie sich auf mich konzentrieren. Das mache ich mit meinen Geschäftspartnern genauso. Herr Brümmer, kein Problem. Also ich bin mit Ihnen 100%. Okay, Sie müssen verstehen, wir arbeiten auf dem Markt. Okay, also denn Sie wären auch mein Kunden gewesen und Sie hätten gesehen, dass kommen Positionen auf Ihre Handelsplattform. Sie wollten auch genauso, dass ich auch auf Ihre Konto reagiere. Okay, das ist nicht, dass Sie es jetzt aufgelegt haben oder jetzt Sie nicht zugehört. Also ich habe einfach auf ein Signal reagiert, so funktioniert das bei uns. Ja, das ist aber im Endeffekt bei uns ist es aber auch so, unsere Kunden. Bei uns ist es aber auch so, dass man sich während eines Telefonates auf den Telefonpartner konzentriert und nicht auf andere Dinge. Es ist richtig, Herr Brümmer. Also gut. Ich kann mich auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Okay, bitte nehmen Sie das nicht so, wie Sie denken. Okay, ich bin mit Ihnen, keine Sorgen. Gut. So, bei mir steht in Kommentaren, Sie sind 57 Jahre alt, Freelancer in Stallbau, ist es richtig? Nein, ich bin kein Freelancer, ich bin Firmenbesitzer. Firmenbesitzer. Ich bin selbstständig, ich bin kein Freelancer. Okay, perfekt. So, das freut mich zu hören. Eine Sekunde, ich werde gleich gucken, Ihre Konto. Also ich sehe, dass Ihr Konto ist noch nicht aktiviert bei uns. Eine Sekunde. So, Herr Brümmer, haben Sie sich schon Gedanken gemacht, mit wie viel möchten Sie bei uns einsteigen? Grundsätzlich hatte ich vor, ich habe einen größeren Auftrag abgearbeitet und möchte daher Geld von ca. 20.000 Euro aus der Firma ziehen und gewinnbringend anlegen. Zuerst möchte ich allerdings erstmal, natürlich müssen Sie das natürlich auch erstmal über sich ergehen lassen, dass ich Sie teste. Ich würde Ihnen erstmal einen kleinen Betrag überweisen und sehen, wie Sie arbeiten. Okay, kein Problem. Und wie möchten Sie einzahlen, mit Kreditkarte, mit Banküberweisung? Ich mache sowas immer, ich gebe das in die Buchhaltung und das macht die Buchhaltung per Banküberweisung. Per Banküberweisung, okay. So, dann haben Sie schon eine Zahl im Kopf, also damit ich schon Ihr Konto hier aktivieren kann für Sie. Mit wie viel möchten Sie ungefähr? Sie hatten ich glaube, der Kollege hat gesagt, irgendwie ein Minimum zum Testen. Also schauen Sie, unser Mindestbetrag steht momentan beim 250 Euro. Okay, so, das ist unser Mindestbetrag jetzt für neuen Einsteiger. Ja, okay, dann nehmen wir die 250 Euro. Er hat noch irgendetwas von einem Bonus gesagt. Genau, also mit 250 Euro haben wir am Anfang keinen Bonus, okay. Ab 500 Euro, da bekommen Sie von uns auch einen Bonus. Somit können Sie erstmal mit dem Bonus handeln, okay, um zu gucken, ob das für Sie ist oder nicht. Okay, weil wir arbeiten nur mit 10%. Ob Sie jetzt 100.000 auf Ihr Konto haben oder 250 Euro, wir als, also ich als Handelsberater,
ich darf maximal 10% davon pro Position platzieren. Okay, das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel mit 500 Euro bei uns anfangen, dann bekommen Sie nochmal 200 Euro obendrauf. Okay, das ist so eine Testgeld. Okay, damit können Sie erstmal arbeiten. Nee, wollte ich nicht. Ich sagte ja, ich nehme das Minimum, 250 Euro. Das Minimum, alles gut, kein Problem. So. Okay, schauen Sie, um Ihre Konto zu aktivieren, okay, wir bräuchten einmal eine Kopie, die Überweisungsbestätigung. Die Frage ist, wann schaffen Sie die Überweisung zu machen? Das würde ich heute noch in die Buchhaltung gehen. Vielleicht arbeitet jemand länger und kann das heute noch rausgeben. Super, perfekt, Herr Brümmer. Dann haben Sie meine E-Mail bekommen, meine Kontaktdaten? Die habe ich bekommen. Super. Das heißt, wenn Sie Fragen haben oder Schwierigkeiten, bitte kontaktieren Sie mich per E-Mail. Die nächsten paar Minuten werde ich Ihnen eine Bankverbindung schicken, okay, wo Sie können die Überweisung machen. Okay. Nach Ihrer Überweisung, wie gesagt, ich bräuchte die Bestätigung, dann werde ich Ihr Konto aktivieren und ich werde Sie dann nochmal kontaktieren. Okay? Das heißt, wir müssen nicht abwarten, bis das Geld angekommen ist, sondern ich sehe, dass Sie das Geld überwiesen haben. Ich rate ihm schon gut auf Ihr Konto. Okay, dann werde ich ihn nochmal ganz kurz kontaktieren. Ich gebe ihm die Zugangsdaten und wir gehen gemeinsam einmal durch. Okay, dann werde ich ihm erklären, wie alles bei uns funktioniert. Okay, und dann geht es los. Gut. Wir werden zwischen uns vielleicht einmal die Woche telefonieren. Okay, und ich übernehme erstmal Ihre Konto zu mir. So werden wir erstmal verbleiben. Okay, Herr Brümmer, dann schicke ich ihm gleich ein E-Mail. Okay, und ich warte dann auf Ihre Bestätigung. Dann werde ich ihn nochmal kontaktieren. Schicken Sie das bitte erst, wenn Sie ein bisschen Zeit haben, ja, damit ich ihm alles erklären kann. Dann rufe ich ihn direkt zurück. Ja, gut, okay, alles klar. Dann warte ich auf Ihre E-Mail. Ich freue mich. Bis gleich. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Nach diesem zweiten Telefonat kam dann auch tatsächlich eine E-Mail bei mir an. Die Firma Phantom Finanzen hat ihren angeblichen Sitz am Rothschild Platz 1 in 1020 Wien und deren Bankverbindung liegt in Litauen, angeblich um Lohnkosten zu sparen. Nun konnte das Spiel also starten. Ich machte eine Fake-Überweisung auf das Konto und übersendete einen Überweisungsbeleg. Warten wir ab, wie es weitergeht. Hallo? Ja, hallo, Herr Brümmer. Ich grüße Sie nochmal. Es ist Dennis Scholl am Apparat von Phantom Finanzen. Entschuldigung. Ja. Ich habe gerade eine Mitteilung bekommen. Sie haben die Überweisung getätigt. Richtig. Richtig? Perfekt. So, die Sache ist so, ich habe gleich Feierabend. Heute werde ich das zeitlich nicht mehr schaffen. Okay, wir bräuchten zusammen vielleicht 10, 15 Minuten, wo ich ihm alles erklären kann. Am besten am PC. Ich wollte bei ihm fragen, wie sieht das aus beim Morgen? Vielleicht Vormittag. Hätten Sie ein bisschen Zeit? Ja, morgen Vormittag. Ich denke mal, bis 11 habe ich Zeit. Von 10 bis 11 hätte ich Zeit. Okay, also ich habe so also entweder direkt um 9. Okay, oder, nee, das passt bei mir nicht. 10 Uhr. Okay, weil um 10 habe ich schon was notiert. Da habe ich eine Verifizierung mit einem anderen Kunde. Und um 11 sind Sie nicht mehr da. Deswegen ist es ein bisschen knapp. Ja gut, dann machen wir um 11. Machen wir um 11. Um 11. Super, perfekt. Habe ich notiert. Ich bedanke mich erstmal. So, ich werde jetzt Ihr Konto aktivieren. Okay, es dauert ein bisschen, bis wir also die Euros verkaufen und Krypto kaufen, weil wir arbeiten nur mit Kryptowährungen auf die Plattform. Okay, auch wenn die eine Auszahlung machen, also müssen Sie die Kryptos verkaufen und Euros kaufen, weil Ihre Bank akzeptiert keine Kryptowährungen. Okay, mhm. Dieser Prozess dauert noch ein bisschen Zeit. Okay, also bis morgen werde ich alles für Sie aktivieren. Okay, da werde ich ihm auch alles erklären, wie es bei uns funktioniert und dann geht es los. Genau, okay, und die Zugangsdaten brauche ich dann allerdings noch. Ja, das kann ich ihm jetzt schon direkt geben, wenn Sie möchten, aber das Geld ist noch nicht auf Ihr Konto, also nicht auf Ihr Handelskonto. Die Zugangsdaten kann ich ihm jetzt schon mal geben, wenn Sie möchten. Ja, gut, dann kann ich dann ja morgen gleich gucken. Okay. Gut, also auf jeden Fall in meine E-Mail, in meine Unterschrift unten, da ist der Link für die Webseite www.phantomfinanzen.com. Davor habe ich ihm eine E-Mail geschickt mit meinen Kontaktdaten, Dennis Scholl. Okay, und wenn Sie auf den Link klicken, dann landen Sie auf die Webseite. Da müssen Sie nur einmal einloggen anklicken, Ihre E-Mail-Adresse eingeben und Sie haben ein einmaliges Passwort. Wollen Sie es vielleicht notieren? Das ist nur, also das ist ganz einfach. Ja, schicken Sie mir das am besten nochmal per Mail. Dann habe ich, weil das ist am einfachsten.
Gut, Herr Brümer, dann bedanke mich erstmal. Morgen pünktlich um 11 werde ich ihn nochmal kontaktieren. Versuchen Sie am PC zu sein, okay, am besten. Ja, na gut, klar, da kann man da ein bisschen was machen. Das stimmt natürlich. Super, perfekt. Herr Brümer, dann auf gute Zusammenarbeit. Ich freue mich und wir bleiben im Kontakt. Sehr gut, alles klar. Dann bis morgen. Bis morgen, tschüss, danke. Tschüss. Hallo? Hallo. Schönen guten Tag, Herr Brümer. Ich bin Dennis Scholl am Apparat, Phantom Finanzen. Ja. Ich grüße Sie. So, ich bin ein bisschen früher. Ich merke das. Ist okay, weil ich... Ja, ist es in Ordnung oder wollen wir in 10 Minuten machen, wie Sie möchten? Ja. Wenn Sie einen Augenblick Zeit haben, kann ich gleich machen. Ich bin gleich am Rechner. Okay. Super, perfekt. So, worum geht's? Okay, Herr Brümer. So, erstmal, ich habe gesehen gestern, also Sie haben die Zahlung getätigt, somit war Ihr Konto auch aktiviert. Wollte fragen, waren Sie schon auf die Plattform gewesen oder noch nicht? Ne, Sie haben ja gar keine Zugangsdaten gesendet. Also, doch, habe ich ihm gestern gesendet. Moment, ich gucke nochmal. Eine Sekunde. Okay. So. Okay, lassen Sie uns zusammen machen, okay, weil das ist die erste Einloggen möchte ich ihm erstmal, wie gesagt, alles erklären, wie es funktioniert. Okay, ich schicke ihm jetzt eine E-Mail, da ist ein Link, klicken Sie einmal drauf und dann bringe ich Sie auf die Plattform. Okay, ich schicke ihm jetzt eine neue E-Mail mit dem Link. So, ich habe angefangen schon für Sie zu arbeiten, ich habe schon ein paar Positionen eingesetzt. Okay, gleich werden wir gemeinsam gucken. Ja, Augenblick, ich bin, wie gesagt, Sie sind ein bisschen früh. Alles gut, kein Stress. So, ich war heute im Handelsraum gewesen. So, war gerade kurz die Verbindung weg. So. Okay. So, und jetzt müssen wir mal schauen. So. Also ich habe keine Zugangsdaten bekommen. Nein, das sind keine Zugangsdaten. Ich werde Sie erklären, wie Sie jetzt auf die Plattform kommen. Jetzt habe ich ihm eine E-Mail geschickt. Ja, ist doch keine da. Okay, sollten dann in ein paar Sekunden ankommen. Moment. Gestern haben Sie eine E-Mail von mir erhalten. Ja, ich hab drei E-Mails bekommen. Dennis Scholl, Florian also Beck und Kundenservice. Richtig, also klicken Sie einmal auf Dennis Scholl. Das Video, die E-Mail. Genau. Und unten in meiner Unterschrift, da gibt es eine Webseite. Also http://www.phantomfinanzen.com. Richtig. Klicken Sie einmal drauf. Ja, ich bin jetzt drauf. So, nun? Okay. So, es jetzt ist sehr laut bei Ihnen. Es ist sehr laut bei Ihnen. Können Sie mal ein bisschen für Ruhe sorgen? Entschuldigung. Es tut mir leid, also wir sitzen im Handelsraum, hier sitzen Analytiker. Da müssen die aber nicht so schreien. Okay, Moment, ich nehme meinen Kopfhörer ein bisschen weg. So, jetzt ist besser. Ja, gut. Also, ich bin jetzt drauf auf Ihrer Seite. Und nun? Oben rechts um die Ecke, da ist ein Einloggen-Knopf. Ja. Klicken Sie bitte einmal und dann geben Sie Ihre E-Mail-Adresse. Ja. So, Ihre Passwort lautet ein kleines A und 1 bis 6. Also kleines A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, okay. Dann sind Sie gelandet auf einem Punkt, wo Sie können Ihre Passwort ändern. Drei Schritte, also erstmal aktuelles Passwort und dann zweimal Ihr eigenes Passwort. Also nochmal das Gleiche, beim aktuelles ein kleines A
1 bis 6. Ja. Und dann zweimal Ihre eigene Passwort eingeben, bitte ohne Sonderzeichen. Also das könnte Buchstaben sein, Nummern, aber ohne Sonderzeichen. So, jetzt bin ich drauf. Haben Sie schon gegeben? Ja, also gespeichert oder noch nicht soweit? Ja. Okay, perfekt. So, und jetzt sind Sie auf so einem schwarzen Bildschirm mit Diagramm. Richtig. Also ein Handelsblatt. Perfekt. So, erstmal habe ich eine Frage, Herr Brümmer. Haben Sie ein bisschen Erfahrung in unserem Bereich oder ist das jetzt Ihr erstes Mal? Nee, grundsätzlich mit dem Handel schon, aber nicht in diesem Bereich. Okay, und mit Handel, also haben Sie selber gehandelt oder Aktien beim Bank besitzen Sie? Ich habe Aktien gehandelt. Und also handeln Sie aber selber oder haben Sie einen Berater? Nee, ich habe es mit der Bank gemacht. Mit dem Bank, okay, kein Problem. So, dieser Markt ist ein bisschen anders und zwar viel anders sozusagen. Okay, wir handeln hier mit Kryptowährungen. Okay. Ganz oben steht Hallo Werner und Ihr Kontostand von 276 Euro. Können Sie das sehen? Ja. Okay, also wie Sie sehen können, das Geld arbeitet schon mal für uns. Wir haben schon ein paar Positionen eingesetzt. Okay, wenn Sie rechts davon schauen, werden Sie sehen 0,0 etwas Bitcoins, also 0,0 etwas BTC. Ja. Okay, wir profitieren unsere Gewinne in Kryptowährungen. Das sind keine Euros und keine Dollars. Ja? Mhm. Also Sie generieren Ihre Profit in Bitcoin. Okay, das heißt, bei einer Auszahlung werden wir die Bitcoin verkaufen. Wir kaufen Euro, das heißt eine Umwandlung. Okay, und dann wird das Geld dann auf Ihre Girokonto überwiesen. Ihre Hausbank akzeptiert keine Kryptowährungen. Deswegen, also wenn Sie eine andere Wallet besitzen, dürfen Sie das auch auszahlen in Form von Bitcoins auf eine andere Wallet. Also es gibt Krypto-Wallet und Sie können das von einer Wallet zum eine andere Wallet bewegen. Die Banken heutzutage, die akzeptieren noch keine Kryptowährungen. Okay, das heißt, bei einer Auszahlung müssen wir das Geld erstmal umwandeln. Okay, die Gewinne müssen natürlich auch versteuert werden. Das ist immer die Frage, wie der Kunde möchte das machen. Wenn Sie diese Investition ein Jahr lassen, okay, das Geld ist steuerfrei. Okay, das ist das Gesetz beim Kryptowährungen. Investition in Krypto, die läuft mehr als ein Jahr, dann müssen Sie keine Steuer zahlen. Sie sind ein deutscher Staatsbürger, ist das richtig? Ja, natürlich. Mhm. Weil wir arbeiten auch mit österreichischen Kunden, mit Schweiz. Wir sind die Hauptfirma für Kryptohandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben fast 2000 Mitarbeiter weltweit und wir haben verschiedene Optionen beim Auszahlungen für das Steuer. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ja? Heutzutage Kryptowährungen zu versteuern in Deutschland. Haben Sie sich schon mal darüber interessiert oder noch nicht? Nee, ich weiß, dass es eine Kapitalertragssteuer gibt. Richtig, also wir reden zwischen 25% und 32%. Das ist ziemlich viel Geld. Ja, das ist schon, also sag mal so, hier kommt noch unsere Provision. Also wir arbeiten hier für einen Broker Provision. In Höhe, welche Prozentsatz? Ich sage ihm gleich, okay, es gibt verschiedene Paketen. Okay, als Beispiel, wenn Sie arbeiten mit dem automatischen Handelssystem, wir nehmen 1,5% Brokerprovision. Wenn Sie sich entschieden haben, mit einem Berater zu arbeiten, mit einem Handelsberater, der wird für Sie, dann, also in diesem Fall, das bin ich, okay, ich werde dann für Sie eine Strategie aufbauen, Positionen einsetzen, Markt untersuchen, okay, ich übernehme die ganze Arbeit. Ihre Aufgabe, das ist nur zu beobachten und kontrollieren, okay. Wenn Sie entschieden haben, mit einem Berater zu arbeiten, wir reden zwischen 5% und 7%. Okay, so mehr Sie auszahlen, so niedriger Prozent müssen Sie dann bezahlen, also weniger. Als Beispiel, ja, wenn Sie ab 50.000 Euro auszahlen, dann zahlen Sie 5%. Wenn Sie unter 50.000 auszahlen, dann müssen Sie 7% Brokerprovision bezahlen. Okay, jetzt als Beispiel, ja, wenn Sie rechnen jetzt 25% Steuer
Und dazu kommt nochmal 7% Brokerprovision. Das macht schon 32%. Ja, das ist schon sehr viel. Die Steuer, die bezahle ich doch erst nach der Auszahlung. Sprich, die Steuer bezahle ich doch erst auf mein Nettogewinn. Das heißt also nicht, richtig, 25, nicht das heißt ja nicht 25 plus 7%, sondern 25% auf meinen Nettogewinn. Und der Nettogewinn ist abzüglich oder nach Abzug der Brokersteuer oder der Brokerprovision. Also nicht 25, aber dann ist es ja nicht 25 plus 7, sondern 25. Ich erkläre Ihnen, warum ich das so meine. Ja, weil meine Provision zahlen Sie auch erst danach. Ich kann meine Provision von Ihren Gewinnen nicht abziehen. Das heißt, Sie bekommen erstmal, also wie gesagt, die Anlage, das muss nicht versteuert werden. Und nur auf Netto, also Nettogewinn, wie Sie gesagt haben. Okay, das heißt, Ihre Investitionen müssen Sie später beim Auszahlung nicht versteuern. Okay, Sie versteuern nur das Gewinn. So, nachdem Sie das Geld auf Ihre Girokonto bekommen haben, dann haben Sie die Möglichkeit, wie gesagt, eine jährliche Steuererklärung zu machen, selber das zu bezahlen. Sie können das durch uns machen. Und was ich Ihnen noch erklären wollte, also erstmal, wie gesagt, also Sie zahlen erstmal Steuer, dann bekommen Sie auch Rechnung für meine Provision und das zahlen Sie erst danach. Erstmal bekommen Sie das Geld auf Ihre Konto. Nein, okay. Das kann ja so nicht funktionieren. Wenn ich meine Steuern ist im Prinzip nur für mein Nettoverdienst. Also der Nettoverdienst nach Abzug Ihrer Brokerprovision. Das ist erst der Nettoverdienst. Das andere ist der Bruttoverdienst. So, Entschuldigung, Sie haben mich falsch verstanden. Das ist richtig. Meine Provision, das rechnet nicht mal in Ihre Steuererklärung. Okay, also meine Provision, Sie müssen nicht für meinen Teil Steuer bezahlen. Das ist schon mal richtig, was Sie sagen. Richtig. Okay, das ist alles richtig, ja. So, was ich nun meinte, dass meine Provision wird erst danach bezahlt. Ja. Okay, nach Ihrer Auszahlung. Ja, nach der Auszahlung, aber bevor der Steuer. Vor der Steuer, das wird alles gerechnet. Also Ihre Anlage plus meine Provision, das müssen Sie nicht versteuern. Gut. Okay, so, das Konto muss verifiziert werden. Okay, dafür haben Sie eine E-Mail bekommen bezüglich die Dokumenten von unserem Kundenservice. Es gibt ein neues Gesetz im Kryptomarkt, dass jeder Kunde ist verpflichtet, sein Konto zu verifizieren. Okay, das ist ein Gesetz. Somit wird Ihr Kryptokonto geschützt mit Ihrer Identität und niemand außer Sie kann an das Geld dann zugreifen. Richtig, nur die Methode, die Sie anwenden, die ist in Deutschland illegal. Was meinen Sie? Sie wollen einen Ausweis als Fotokopie haben, sozusagen. Schauen Sie, ich erkläre Ihnen was. Wenn Sie zum Bank gehen und Sie ein Konto öffnen beim Bank, verlangt die Bank Ihre Identität. Richtig, die Bank ist aber vor Ort. Die sieht meinen Ausweis. Deswegen gibt es in Deutschland das Postident-Verfahren. Wenn Sie jetzt ein Online-Banking-Konto aufmachen, eine Bank, die hat keine Filiale, dann müssen Sie auch genauso die Dokumenten hinterlegen. Ihre Kryptokonto wird geöffnet bei dem zentralen Kryptobank, beim Blockchain, Kraken oder CoinMeto. Die Blockchain ist ja nun keine Kryptobank. Die Blockchain, das ist die Kette. Also alle Kryptowährungen, die existieren auf der Welt, die sitzen auf der Blockchain. Okay, Blockchain, die haben auch die Möglichkeit, ein Konto zu öffnen, ein Kryptokonto. Die sitzen in England, okay, und die haben die Möglichkeit, für sie ein Konto eröffnen. Schauen Sie, die Verifizierung, das machen Sie selber alleine. Die Blockchain ist ja nur die Sicherung dazu, für die Transaktion. Ein Konto eröffnet man zum Beispiel bei Bitpanda oder bei Coinbase und so weiter. Richtig. Und da muss man sich verifizieren. Richtig. Und dazu gibt es ein Video-Ident-Verfahren und dieses Video-Ident-Verfahren, das wollen Sie ja nicht. Richtig, genau. Also wir sind nur der Vermittler, verstehen Sie? Sie können sich auch selber verifizieren, um später Geld auszahlen und einzahlen von das Konto. Ja, okay, das, die Sache ist so, natürlich, das ist ja kein Problem. Es läuft ja gerade... Es läuft gerade für ein Kryptokonto eine Verifikation. Das läuft gerade. Aber Sie wollen ja einen Ausweis
als per E-Mail geschickt bekommen. Und das ist in Deutschland unzulässig. Schauen Sie, das ist 100% Ihre Entscheidung. Richtig. Ja, wenn Sie ein Kryptokonto haben, okay, wenn Sie ein Kryptokonto haben und Sie möchten damit arbeiten, Sie können auch damit arbeiten. Dann gebe ich Ihnen nur Ihre Wallet-Adresse bei uns, okay, damit Sie Geld einzahlen. Nee, dann brauche ich ja meine eigene Wallet. Ja, aber um das Geld einzuzahlen auf Ihre Handelskonto. Das Geld habe ich doch jetzt eingezahlt. Das haben Sie ja schon. Richtig, das haben Sie. Richtig, aber schauen Sie, diese Bankverbindung, was Sie gestern benutzt haben, das dürfen Sie nicht mehr benutzen. Das ist nur Warum? Für das Konto aktiviert. Weil das Konto ist noch nicht auf Ihren Namen registriert. Ja, wieso darf ich das Konto nicht überweisen? Das, was ich aus meiner Firma herausziehen wollte, die Summe, die möchte ich ja auch Moment. Überweisen. Herr Brümer, Moment, ich werde eben das ganz kurz erklären, okay? Wenn Sie jetzt zum Beispiel Geld weiter investieren möchten, Sie dürfen die Bankverbindung, was Sie gestern benutzt haben, nicht mehr benutzen. Diese Bankverbindung nicht? Ist da. Nur Moment, ich erkläre es Ihnen, lassen Sie mich ganz kurz aussprechen, dann werden Sie das verstehen, okay? Diese Bankverbindung, was Sie gestern bekommen haben, ist da, nur um das Konto zu aktivieren. Mehr als die erste Teil, also mehr als zum Beispiel bis zum 1.000 Euro, dürfen Sie auf das Konto nicht überweisen. Okay, das Konto ist da, nur für die Abteilung, damit die Kunden schon aktivieren ihre Konto können. Um mit ihm weiterzuarbeiten, müssen wir für Sie erstmal ein Kryptokonto eröffnen. Okay, bei einer Kryptobank. Okay, um eine Kryptobank zu eröffnen, müssen wir erstmal Ihre Identität sehen, die Daten hochladen, dann bekommen Sie einen Link auf Ihre Handy. Okay, auf diesen Link werden Sie sich selber verifizieren. Sie sind dann der einzige Mensch, der hat Zugriff auf das Geld, weil das Konto wird dann mit Ihrem Gesicht verknüpft. Dafür verlangt unsere Kundenservice Ihre Dokumente, damit wir die Dokumente für Sie hochladen. Sie bekommen dann eine SMS-Nachricht mit einem Code. Sie bekommen eine SMS-Nachricht mit einem Link. Da werden Sie sich selber verifizieren. Dann gebe ich ihm eine neue Bankverbindung, was auf Ihren Namen registriert. Damit kann man dann später arbeiten. Einzahlungen und Auszahlungen. Okay? So, wir arbeiten mit verschiedenen Kryptobanks. Genau wie Sie gesagt haben, mit Kraken, CoinMetro, Bitpanda. Es gibt verschiedene Optionen. Wir versuchen da ein Konto eröffnen, da wo Sie sind, die niedrigste Umwandlungsgebühren bei einer Auszahlung, für Transaktionen. Okay, es gibt, jede Bank hat seine Umwandlungsgebühren, okay, und wir versuchen immer unsere Kunden anzubieten, die Möglichkeit zu arbeiten mit die niedrigste Umwandlungsgebühr. Okay, so, wenn Sie das Konto verifizieren möchten, dann müssen Sie, wie gesagt, die Dokumente hinterlegen. Wenn Sie ein Konto selber eröffnen möchten, okay, dann, das wird immer so funktioniert, dass wir geben ihm eine Wallet, okay, eine Wallet-Adresse. Somit können Sie einzahlen auf Ihre Konto, auf Ihre Kryptokonto bei uns. Ja, gut, okay. Das ist schon 100% Ihre Entscheidung. Ich denke, es ist immer besser, durch uns das Konto zu verifizieren, weil dann, wenn Sie dann gebe ich ihm einfach eine Bankverbindung. Wenn Sie eine Transaktion machen, werden Sie sehen, dass das Geld landet auf Ihre Kryptokonto. Sowieso das Konto ist verknüpft mit Ihrem Namen, mit Ihrer Identität. Das heißt, als Beispiel, wenn ich jetzt ich mache ihm ein Geschenk, ich möchte ihm jetzt 2.000 Euro einzahlen auf Ihre Konto. Und ich werde diese Bankverbindung benutzen. Das Geld wird an mir zurück überwiesen, weil das Konto ist nicht auf meinen Namen registriert. Genauso auch mit Auszahlungen. Ich jetzt aus Ihrem Kryptokonto, ich versuche Geld auszahlen auf mein eigenes Girokonto. Der Kryptobank erkennt, dass also Ihr Konto läuft auf, also Kryptokonto läuft auf Werner Brümer und mein Konto ist Dennis Scholl. Das heißt, die Transaktion, das wird nicht funktionieren. Also es gibt nur einen Weg zwischen Ihrer rechten Tasche und Ihrer linken Tasche. Ihre Kryptokonto und Ihre Girokonto. Mhm. Okay, so. Wir haben im Hintergrund eine Kundenservice-Abteilung. Sie sind zuständig für uns, diese ganze Verifikation zu machen. Okay, die laden von dort alle Dokumente hoch. Der Kunde bekommt einen Link für die Verifizierung. Der Kunde macht das selber von seiner Seite. Dann bekommt unser Kundenservice die Bankverbindung und dann wird das an den Kunde weitergeleitet. Okay, das ist einfach der schnellste und einfachste Weg,
um das Konto zu verifizieren. Okay, dann bekommen Sie alles auf Ihren Namen registriert. Gesetzlich, nur so dürfen wir auch miteinander arbeiten. Deswegen, meine Provision kann ich auch nicht abziehen von Ihrem Konto. Okay, weil das Konto ist auf Ihren Namen registriert. Deswegen habe ich ihm erklärt, dass meine Provision, Sie zahlen erst danach. Also erst nach der Auszahlung. Okay. Ja. So, jetzt möchte ich ihm noch ein paar Sachen erklären über das Handelssystem, wie es bei uns funktioniert. Ich als Handelsberater, ich darf maximal 10% Ihrer Kontostand pro Position einsetzen. Egal, wie viel Sie jetzt auf Ihr Konto haben. Ja, wenn Sie jetzt 250 Euro Balance haben, einen Kontostand, ich darf maximal 25 Euro pro Position investieren. Okay, das heißt, ich nehme hier kein großes Risiko. Okay, und zwar dafür muss ich mehr arbeiten, mehr Positionen einsetzen, damit sie wirklich erfolgreich bei uns sind. Okay, ich könnte zum Beispiel mehr Risiko nehmen, aber das machen wir nicht. Wir arbeiten sehr vorsichtig mit ihrem Geld. Okay, wir haben genauso viel Interesse. So mehr sie auszahlen, so mehr werde ich davon auch profitieren. Okay, das heißt, wir haben ab jetzt ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Interesse. Und ich hoffe wirklich auf gute Zusammenarbeit, damit Ihr Konto zeigt auch gute Resultate. So, jetzt werde ich Ihnen nochmal zeigen, wie Sie zum Beispiel meine Arbeit beobachten können. Wie können Sie meine Arbeit kontrollieren? Schauen Sie, an der linken Seite, da ist eine Liste mit verschiedenen Optionen. Ja. Homepage, Übersicht, Handelsplatz. Richtig. Okay, Einzahlungen, Abhebungen. So, Einzahlungen, Abhebungen, ist noch ein bisschen früh darüber zu sprechen. Okay, Banking-Geschichte, es ist ein Punkt, wo Sie werden sehen, so einen Verlauf, okay, einfach so wie ein Kontoauszug mit Ihrer Anlage, mit Ihren Auszahlungen. Okay, das ist die Banking-Geschichte. So, was ich Sie bitten möchte, klicken Sie bitte einmal auf Verlauf der Trades, die letzte Option. Ja. Okay, so, dann kommt Startdatum und Enddatum. Okay, schauen Sie, beim Startdatum wählen Sie bitte gestern, 7. Ja. Und Enddatum heute, also 8. und dann auf Suche. Dann schauen wir doch mal. Ich sehe, Dogecoin, Dash, Dash, Bitcoin, Bitcoin, Dogecoin, Huancoin. Richtig, also insgesamt hatten wir 2, 4, 6, 7 Positionen. Okay, alle sind im grünen Bereich. Okay, alle, also bis jetzt noch kein einziges Verlust. Wie Sie sehen können, wenn Sie zum Beispiel jetzt, eine Sekunde. Okay, also die erste Position unten, da haben wir 1,14 Euro profitiert. Wir haben 25 Euro investiert. Sie sehen, was hat es gekostet beim Kaufen? Also 0,0029. Beim Verkaufen hat es gekostet 0,00296. Sehen Sie, da haben wir diese kleine Differenz mitgenommen mit Hebelkraft 4. Wissen Sie, was heißt Hebelkraft? Ja. Perfekt. Da sehen Sie die Uhrzeit und Datum. Okay, wir arbeiten mit Blitzpositionen. Das heißt, wir kaufen und verkaufen sehr schnell. Wir versuchen, den Markt zu analysieren. Billig kaufen, teuer verkaufen. Okay, innerhalb von ein paar Sekunden oder ein paar Minuten verkaufen wir die Position. Okay, und somit profitieren wir auch unsere Gewinne. Im Hintergrund arbeiten Analytiker, die sind zuständig, um den Markt zu analysieren. Okay, also von dort bekommen wir unsere Positionen. Ich bekomme eine Uhrzeit, eine Währung. Wo soll ich investieren? Wann soll ich investieren? Und auch ungefähr, was könnte ich dafür profitieren dadurch? Okay. So, Ihre Aufgabe, es ist am Anfang selber nicht zu handeln, okay, ich bitte Sie am Anfang nicht selber zu handeln, wenn Sie können das in Zukunft machen, das ist auch kein Problem, aber wie gesagt, wir haben kein Interesse auf Verluste, okay, also dass ich habe wirklich nicht, ich bin keine Verkäufer oder so, ich möchte Sie nicht bitten, jetzt weiter zu investieren oder so, ich kann Ihnen nur beraten und erklären, wie Sie das Geld wirklich arbeiten lassen, damit das Geld für Sie arbeitet. Okay, weil ich bin immer die Meinung, das Geld, wenn das liegt bei der Bank, okay, also was gibt uns die Bank dafür? 0,2% jährliche Rendite, okay, Gebühren, Kopfschmerzen, also für mich ist es so wie ein Eiswürfel, verstehen Sie? Das Geld liegt da und schmelzt mit der Zeit, verstehen Sie, was ich meine? Ja. Da gibt es natürlich Inflation dazu,
Und also heutzutage als Beispiel 100.000 Euro, das ist nicht wie 100.000 Euro vor 10 Jahren, alles ist teurer geworden. Deswegen ein schlauer Mensch, das ist ein Mensch, der lässt sein Geld für sich arbeiten. Okay. Genau deswegen, so, deswegen bin ich halt bei Ihnen. Genau. Deswegen, genau. Ich will keine okay, Trades setzen. So. Ich möchte gerne, dass Sie jetzt in dieser Testphase erstmal einen vernünftigen Gewinn erwirtschaften mit dieser kleinen Summe. Und dann kann es weitergehen, wenn ich dann aus meiner Firma eine Rechnung bezahlt bekomme. Und die möchte ich dann im Prinzip gewinnbringend anlegen. Das ist mein Ziel. Und Sie sollen dafür sorgen, dass der Gewinn möglichst groß ist, indem Sie mit meinem Geld handeln. Richtig, okay. So, ich erkläre jetzt noch was. Ja, also schauen Sie, ich werde ihm jetzt keine Goldbergen verkaufen und sagen, dass mit dieser Investition von 250 Euro übermorgen haben Sie 5 verschiedene Ferraris und verstehen Sie, ich werde ihm das nicht sagen. Nee, das okay, ist ja auch gesagt, illusorisch. Richtig, okay, also wir müssen realistisch bleiben. Und zwar, hier gibt es wirklich sehr viel Potenzial. Wir haben verschiedene Veranstaltungen am Laufen, verschiedene Angebote für unsere Kunden. Okay, mit der Zeit werden sie uns ein bisschen besser kennenlernen. Okay, das ist, also wie gesagt, wir müssen zwischen uns Vertrauen aufbauen. Und wenn wir wirklich das alles hinter uns haben, dann können wir auch denken über die nächsten Schritte. Okay, wie gesagt, das ist unser Anfang, unsere Testphase. Lassen Sie uns erstmal gucken, wie das Ganze funktioniert. So, Herr Brümmer, ich habe jetzt nur noch ein paar Fragen an Sie. Okay, ich möchte für Sie eine Strategie aufbauen. Dafür brauche ich ein bisschen Information. Okay, ist es in Ordnung? Ja. Perfekt. Also Sie sind der Herr Werner Brümmer. Gestern haben Sie mir gesagt, Sie sind Sie sind eine Entschuldigung, ich kontaktiere gerade für Sie eine Position. So, Sie sind selbstständig, das ist richtig, ja? Das ist richtig, ja. Okay, und in welchem Bereich? Im Stahlbau. Stahlbau, perfekt. Und das machen Sie seit lange? Das mache ich schon etliche Jahre, seit über 20 Jahren. Sehr schön. Okay, und gerade haben Sie noch Investitionen nebenbei oder erstmal nur bei uns? Nee, ich habe genug mit meiner Firma zu tun. Also, okay, also keine Investitionen nebenbei. Aktien besitzen Sie noch oder nicht mehr? Ich halte noch ein paar alte Telekom-Aktien, aber das ist, ja, die halte ich halt. Da passiert nichts weiter. Okay, also bis jetzt haben Sie schlechtes Erfahrung gesammelt, gutes Erfahrung mit Aktien? Nö, das ist, oder so, das läuft halt so, da kümmere ich mich gar nicht drum. Die liegen da und bleiben da liegen. Irgendwann sind sie vielleicht ein bisschen mehr wert und dann kann ich mich darum kümmern. Okay, gut. So, das heißt, Sie leben momentan von monatliches Einkommen durch Ihr Geschäft, das ist richtig? Richtig. Okay, und Ihr monatliches Einkommen, was macht das ungefähr circa? Das muss jetzt nicht genau sein, also ungefähr. Ja, das kann ich so gar nicht sagen. Das kommt immer darauf an, was ich aus der Firma rausziehe, was ich mir selber zahle. Ich habe kein festes Einkommen. Okay, gut. Ich hab meine Konten von der Firma. Und wenn Sie zum Beispiel jährliches Einkommen gucken, können Sie auch nicht beantworten. Nee, das kommt ja immer darauf an, was ich auch reinvestiere, um die Firma am Laufen zu halten oder besser zu machen, erfolgreicher zu machen. Das kommt ja immer drauf an. Das ist in der Selbstständigkeit ist das ein bisschen anders. Da gibt es kein jährliches Fixum. Ich verstehe. Okay. Und finanziell, wie geht es Ihnen? Haben Sie Schulden, Kredite am Laufen, Hypotheke? Krediten hat man als Firmeninhaber aus steuerlichen Gründen ja immer. Aber die sind halt so, dass man weniger Steuern zahlen muss. Deswegen hat man Kredite. Richtig, das sind Ausgaben und das verstehe ich alles. Okay. Und also wenn wir zum Beispiel, also das zahlt sich auch von alleine, oder? Also das ist natürlich keine große finanzielle Sorgen. Nein, keinerlei finanziellen. Also, die Firma läuft so gut, dass ich mir keine finanziellen Sorgen machen muss.
Okay, das freut mich zu hören. Okay, also bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ja, ich versuche Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Es gibt verschiedene Kunden in verschiedenen Situationen. Okay, damit Sie auch von unserer Seite bessere Service bekommen, möchte ich natürlich immer meine Kunden ein bisschen besser kennenzulernen. Der eine ist selbstständig, der eine ist Lagermitarbeiter. Okay, und verstehen Sie, also es gibt verschiedene Sachen, was ich ihm anbieten kann. Deswegen möchte ich Sie auch ein bisschen besser kennenlernen. Okay, das heißt also, wenn wir privat reden, haben Sie auch keine Schulden, ihm geht's gut, alles ist in Ordnung. Ja? Richtig, alles ist gut. Also ich schreibe so, schuldenfrei. So, sind Sie verheiratet, haben Sie Kinder? Natürlich. Mhm. Bin verheiratet. Okay. So. Sagen Sie mir bitte, was wäre Ihr finanzielles Ziel? Ich weiß, das ist so ein bisschen harte Frage. Manche können das beantworten, manche nicht. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Geld damit verdienen. Das verstehe ich. Aber wenn wir zum Beispiel über Prozenten sprechen oder über Zahlen, in welchem Punkt könnten Sie sagen, ja, ich habe jetzt mein finanzielles Ziel erreicht? Das kann ich erst sagen, das kann ich Ihnen sagen, wenn ich weiß, wie Sie arbeiten, dann kann ich mir überlegen, welchen Prozentsatz ich gerne haben möchte. Aber vorher kann ich das noch nicht sagen. Das ist ja jetzt erstmal nur ein Test. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese Investition beiseite lassen, Ihre finanzielle Ziel, ohne diese Test, ohne diese Investition, was Sie jetzt gerade gemacht haben. Da gibt es keine Summe oder keinen Prozentsatz. Möglichst ohne viel Arbeit möglichst viel profitieren. Das ist mein Ziel. Da gibt es keine Summe. Okay, unbegrenzt, ja? Also nach oben geht es bis zum ohne Grenze, ja? Richtig. Wer lädt denn Geld ab, das er verdienen kann? Ich verstehe. Okay, also das freut mich zu hören. Okay, das ist so. Schauen Sie, ich bin der Meinung, ein Ziel muss immer da sein. Ob Sie davon ein bisschen weniger erreicht haben oder ein bisschen mehr erreicht haben, also das ist eine andere Sache. Aber meine Arbeitsziel ist es so, ich mag es immer, ein Ziel zu setzen, okay, damit wir haben ungefähr mehr Verständnis, verstehen Sie? Damit wir langsam Richtung unsere Ziele uns aufbauen, okay, das ist, so arbeite ich eigentlich. Okay, also ich selber, ich bin in diesem Bereich seit 7 Jahren. Okay, ich kenne mich sehr gut mit Kryptowährungen. Ich arbeite in diesem Bereich sehr gerne. Ich mache meine Arbeit und ich mag auch meine Arbeit. Ich bin immer die Meinung, wenn ich was Gutes tue, okay, ich bekomme das auch, also ich rede jetzt nicht über meine Prozente, ja. Aber wenn ich jetzt jemand geholfen habe, seine finanzielle Lage zu verbessern, verstehen Sie, und das freut mich immer zu hören von der Kunde, dass er auch zufrieden ist mit meiner Arbeit. Und dann können wir weiterarbeiten und was Schönes hier aufbauen. Ja, ich arbeite mit sehr vielen aktiven Kunden gerade, also jetzt ein bisschen weniger, aber zum Beispiel vor 2 Monaten habe ich mehr als 80 aktive Kunden gehabt, jetzt habe ich ca. 60, deswegen ich nehme jetzt neue Kunden nochmal an. So. Okay, das habe ich jetzt bei mir notiert. Herr Brümer, wegen der Verifizierung, haben Sie sich schon mal entschieden, wie Sie das machen möchten? Ja, ich bin ja gerade dabei, mein Binance-Konto zu verifizieren. Damit habe ich ja dann auch okay, die Verifizierung bei Ihnen. Okay, also das heißt, wir werden dann mit einem Wallet-Adresse arbeiten. Ja, für Einzahlungen, Auszahlungen. Die Einzahlung werde ich sicherlich nicht über das Binance-Konto machen, weil ich möchte das Geld ja direkt von meiner Firma runternehmen. Das heißt, das wird weiterhin über Überweisung gehen, das wie letztens auch, die Überweisung. Die habe ich ja... Das kann ich leider nicht annehmen, verstehen Sie? Das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir müssen eine Bankverbindung haben, damit Sie haben einen Kanal zwischen Ihrem Kryptokonto und Ihrem Girokonto. Ja, natürlich. Das erwarte ich natürlich auch weiterhin. Okay, also das heißt, also später, wenn Sie zum Beispiel hier weiter investieren möchten,
Wir müssen dieses Konto verifizieren von unserer Seite, damit Sie bekommen auch von der Bankverbindung Ihr Kryptokonto. Das sowas geht ja im Prinzip über das Video-Ident-Verfahren von Postident, also von der Post. Das ist in Deutschland akzeptiert. Bevor Sie das machen, müssen Sie die Dokumente hochladen. Nein, muss ich nicht. Dazu ist das Postident-Verfahren da. Schauen Sie, Herr Brümer, die System macht eine Vergleichung zwischen Ihrem Gesicht und Ihrem Personalausweis. Eben, das ist das Postident-Verfahren. Sagt Ihnen das gar nichts? Ja, das sagt mir was. Aber was ist denn das Postident-Verfahren? Also das gibt ein Gesetz, dass der Personalausweis darf nicht per E-Mail weitergeschickt werden. Richtig. Okay, deswegen habe ich ihm gesagt, Sie können das Konto selber verifizieren. Okay, beim Binance zum Beispiel. Aber wenn Sie Geld überweisen möchten von Binance auf Ihre Kryptokonto bei uns, dann ist es okay. Aber Sie möchten Geld überweisen von Ihrer Krypto, von Ihrer Girokonto auf Ihre Kryptokonto, ohne das Konto zu verifizieren. Das geht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber Ihre Methode, einen Ausweis zu verschicken, das ist nicht rechtens. Dafür gibt es das Postident-Verfahren. Hallo, darf ich mal bitte? Ja, bitte. Also, meine Frage war, kennen Sie das Postident-Verfahren? Habe ich ihn beantwortet, ja. Nee, haben Sie nicht beantwortet. Dann erklären Sie mir mal das Postident-Verfahren. Das, was Sie erklärt haben, ist kein Postident-Verfahren. Herr Brümer, ich verstehe nicht, warum Sie so diskutieren. Okay? Ja, weil kann ich Ihnen genau sagen, Sie wollen irgendwie einen Ausweis geschickt bekommen. Dafür gibt es das Postident-Verfahren. Das heißt, man geht zur Post und das ist eine große, große Firma in Deutschland und in der ganzen Welt. Da geht man hin mit seinem Ausweis, dann zeigt man den vor. Das Postident-Verfahren nimmt diese Daten auf und damit ist das Konto verifiziert. Brümer. Was Sie sagen jetzt, das ist das Gesetz in Deutschland. Richtig. Gibt es eine Kryptobank in Deutschland? Es gibt etliche Kryptobanken, die genau dieses Verfahren anbieten. Postident-Verfahren. Sie wollen einen Ausweis geschickt bekommen. Moment. Herr Brümer, wo sitzen Kraken? Wo sitzen Bitpanda? Darum geht es gar nicht. Es gibt... Sie sitzen alle nicht in Deutschland. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass man ein Postident-Verfahren nutzt. Und die bieten ein Postident-Verfahren auch an. Und sie bieten es nicht an. Sie wollen einen Ausweis geschickt bekommen. Und das ist verboten. Deswegen habe ich gesagt, wenn Sie das Postident-Verfahren an, ist gar kein Problem. Genauso wie es bei Binance möglich ist. Aber okay. Sie wollen einen Ausweis geschickt. Ein Video-Ident-Verfahren. Postident-Verfahren. Das ist Video-Ident. Und das bieten Sie nicht an. Sie wollen einen Ausweis geschickt bekommen. Und das ist illegal. Okay, Herr Brümer, lassen Sie mich kontrollieren, was ich machen kann. Okay, das ist, wie gesagt, das ist 100% Ihre Entscheidung. Okay, ich muss noch mal gucken, was wir hier machen können für Sie. Okay. Genau, Sie können mich ja dann anschreiben. Sie können mich Sie als Kontakt-E-Mail-Adresse können Sie ja dann bitte meine Buchhaltung anschreiben, weil die unterrichten mich immer, wenn eine neue Mail kommt. Und also das heißt, das ist nicht Ihre E-Mail-Adresse, was ich hier bei mir habe? Das ist die Adresse, unter der Sie ja auch den Beleg beschickt bekommen haben, den Überweisungsbeleg. Das ist meine Buchhaltung. Okay. Weiß ich Bescheid. Okay, das werde ich dann gucken. Ich habe sie erst bei mir jetzt kommentiert. Okay, ich gucke, welche Möglichkeiten haben wir, um das Konto zu verifizieren, ohne dass Sie die Dokumente schicken. Vielleicht können Sie das alles von Ihrer Seite selber machen. Okay, aus meiner Erfahrung bis jetzt haben wir also immer so gearbeitet, dass es, wie gesagt, das ist, also Sie müssen verstehen, es gibt noch ein Gesetz, das sagt Datenschutz. Ja, okay, natürlich. Genau deswegen darf man keine Ausweise verschicken. Genau deswegen, aus dem Datenschutz. Herr Brümer, wenn Sie zum Beispiel... Okay, lassen Sie uns erstmal so verbleiben. Okay, ich möchte jetzt nicht irgendwas Falsches sagen. Okay, wir verbleiben dann erstmal so.
Sekunde. Ich möchte nur ganz kurz mit Ihnen den nächsten Termin vereinbaren. Oder machen wir das schon per E-Mail mit Ihnen? Das können Sie per E-Mail machen. Das ist am einfachsten. Sie schicken einfach eine E-Mail und dann an meine Buchhaltung und die informieren mich dann, weil ich bin ja nun nicht permanent im Büro. Gut, dann so machen wir das, kein Problem. Okay, ich hoffe wirklich, dass wir diese Lösung finden zwischen uns, damit wir in Ruhe weiterarbeiten können. Okay, ich verstehe Ihre Lage, ich verstehe Ihre Situation. Ja, ich versuche ihm auch zu helfen. Okay, lassen Sie uns erstmal das Konto verifizieren. Wie gesagt, ich habe schon angefangen, für Sie zu arbeiten. Okay. Ja, gut. Und das ist... Das können Sie auch folgen. Sie haben meine Kontaktdaten auch per E-Mail. Und ich gucke, was ich machen kann und ich werde Sie dann nochmal... Genau. Ich denke mal, in 14 Tagen werden wir ungefähr weiter wissen, was Sie in der Lage sind, zu generieren an Geld. Und dann werden wir im Prinzip weitersehen, würde ich sagen. Gut, kein Problem. Schritt per Schritt. Herr Brümmer, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei uns. Okay, wir bleiben im Kontakt. Bitte achten Sie, dass meine Nummer ist nicht erreichbar, da ich bin den ganzen Tag auch mit Kunden geschäftig. Also Sie können mich ein E-Mail schreiben und ich werde Sie kontaktieren. Ansonsten auf die Webseite und da kontaktieren Sie uns, da finden Sie die Telefonnummer von Kundenservice. Sie können einfach anrufen und sagen, leiten Sie mir weiter zum Herrn Dennis Scholl. Dann werden Sie direkt mich kontaktieren. Okay? Gut. Okay, prima. Dann wissen wir Bescheid. Ich weiß auch Bescheid, Herr Brümmer. Ich bedanke mich erstmal. Wir bleiben in Kontakt. Alles klar, so machen wir das. Danke. Dann schön. Ciao, ciao. Ciao. Schön. Wie wir sehen, ist also mein Geld bei denen angekommen. Man sieht also, dass die Betrüger gar keinen Zugriff auf ihr eigenes Konto haben. Die arbeiten also mit Money Mules. Das sind also arme, dumme Menschen, die ihr Konto den Betrügern zur Verfügung stellen. Den Ärger wegen Geldwäsche bekommen dann die und nicht die Betrüger. Natürlich wollen die Betrüger, wie immer, einen Ausweis als Kopie per Mail erhalten. So können sie damit weiteren Schindluder treiben und andere Straftaten begehen. Das Postident-Verfahren oder Video-Identifikation bieten die gar nicht an, denn das geht nur mit realen Daten und mit deren realen Gesicht in der Kamera. Ihr habt gehört, wie er versucht hat, meine finanzielle Situation abschätzen zu können. Natürlich nur für das Portfolio. Zwischenzeitlich habe ich etliche Mails bekommen und auch beantwortet und es wurde mir bestätigt, dass das Video-Ident-Verfahren doch angeboten wird. Im folgenden Anruf wollten sie davon allerdings nichts mehr wissen. Dieser angebliche Techniker hatte keine Ahnung von der Materie. Hört es euch an. Hallo? Hallo Herr Brümmer, hier ist Dennis Scholl nochmal. Nur eine Minute, ich möchte ganz kurz ihm was erklären. Haben Sie noch eine Minute oder momentan ist es schwierig? Jetzt wird es schwierig, aber eine Minute geht vielleicht. Okay, schauen Sie, ich erkläre ihm, was es geht. Also die Gesichtsverifizierung und Dokumenten hinterlegen. Schauen Sie, es gibt ein Geldwäschegesetz. Okay, Geldwäschegesetz, wir müssen uns auch schützen und wissen, wer sind unsere Kunden. Okay, das, um sicherzustellen, dass wir wirklich mit Ihnen arbeiten. Als Beispiel, ja, wenn jemand hat jetzt Ihre Identität geklaut und er möchte jetzt ein Konto öffnen, er nutzt Ihre Daten, um ein Konto bei uns zu öffnen, um zum Beispiel Geld zu waschen. Okay, wir dürfen ihn nicht als Kunde annehmen, bevor wir sicherstellen, dass Sie stehen hinter dieses Konto. Dafür müssen die Dokumente hinterlegt werden. Im Endeffekt, das ist auch für Ihre Sicherheit. Okay. Egal also in welche Unternehmer Sie gehen, ob es ein Bank oder Kryptokonto oder Kryptohandelssystem, das muss immer genauso sein. Okay, das ist 100% Ihre Entscheidung, ob Sie das machen möchten oder nicht. Ich erkläre Ihnen einfach so, wie es ist. Also wie gesagt, das ist leider so, ich verstehe Sie. Wie gesagt, wir nutzen auch die Datenschutzgesetz. Das heißt, von uns werden keine Dokumente auch weitergeleitet. Okay. Ja, gut, aber genau deswegen wegen Identitätsdiebstahl gibt es ja das Video-Ident-Verfahren. Das bieten Sie ja gar nicht an. Sie bieten nur an, man soll einen Ausweis verschicken. Und genau dagegen gibt es das Video-Ident-Verfahren. Wie es zum Beispiel auch Binance macht. Das sind zwei verschiedene Sachen. Nein, das ist genau dasselbe. Das ist genau dasselbe.
Das Gesetz Nein, das ist gilt, nicht genau dasselbe. Doch, das Gesetz. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja, Sie können mich gerne weiter unterbrechen, das macht Sie nicht erfolgreicher. Es ja, ist einfach so, gegen den Missbrauch von Daten fremder Leute gibt es das Video-Ident-Verfahren. Deswegen darf man keinen Personalausweis verschicken. Genau deswegen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel beim Binance sich ein Konto öffnen, müssen Sie erstmal ein Bild von Ihrem Personalausweis hochladen. Nein, muss man nicht. Nein, muss man nicht. Da gibt es das Video-Ident-Verfahren. Aber bevor der Video-Ident-Verfahren fängt an, nein, müssen Sie Ihren Personalausweis abfotografieren oder nein, doch. Also nein. Schauen Sie, Herr Brümmer, dann vielleicht, also ich schauen Sie, ich habe auch ein Binance-Konto. Beim Binance-Konto sollte ich meinen Personalausweis abfotografieren, hochladen und dann fängt die Gesichtsverifizierung, die Vergleichung zwischen meinem Gesicht und meinem Personalausweis. Genauso funktioniert das. Aber Sie wollen das aber nicht nur von vorne, von hinten, mit allen vier Ecken. Und das ist bei Binance nicht erforderlich. Dafür gibt es das Video-Ident-Verfahren, das Sie gar nicht anbieten. Schauen Sie. Wie gesagt, Herr Brümmer. Lassen Sie das mit dem Schauen Sie, das ist doch Blödsinn. Das ist doch ein blödes Floskel. Was soll ich schauen? Soll ich aus dem Fenster schauen? Immer wieder dieses selbe blöde Gelaber. Meine Herren. Ich Herr schaue Bruder, nicht. Was soll ich jetzt mit Ihrem Konto machen? Also ohne, dass Sie sich jetzt bei uns verifizieren, darf ich mit ihm nicht weiterarbeiten. Sie können das... Ja, ich identifiziere mich gerne über das Video-Ident-Verfahren. Lieben gerne. Aber ich werde Ihnen keinen Ausweis schicken. Definitiv nicht. Das ist verboten. Es ist schon schlimm genug, dass Ihre Firma darauf besteht. Warten Sie bitte ganz kurz am Apparat. Eine Sekunde. Ich habe nicht so viel Zeit. Sie haben gesagt, eine Minute, die ist inzwischen schon lange um. Ich bin im Meeting. Einen Augenblick bitte, Herr Brümmer. Eine Sekunde. So, was ist nun? Ich hab's eilig. Ich bin im Meeting. Hallo. Sie, hallo? Wer ist da jetzt? Hallo? Ja, ich bin der sozusagen der Techniker. Warten Sie mal einen kurzen Moment. Nein, ich habe keine Zeit, ich bin im Meeting. Schreiben Sie mich, Sie haben ja meine E-Mail-Adresse, dann schreiben Sie mich an. Okay, Herr Brümmer, nur in Kürze. Der Kollege hat Sie gebeten, da um Unterlagen zu schicken. Es muss sein, okay, es ist ganz notwendig, um Sie zu verifizieren, okay? Das geht nein, ist es nicht. Es ist es nicht. Dafür gibt es das Video-Ident-Verfahren. Das habe ich Ihrem Kollegen auch schon mehrfach gesagt. Nein, aber der Bank bietet unbedingt Ausweisbilder, okay? Nein, dafür gibt es das Video-Ident. Dafür gibt es das Video-Ident-Verfahren. Das kennen Sie offensichtlich nicht. Da habe ich offensichtlich die falsche Firma. Das kennen wir schon. Warum bieten Sie das dann nicht an? Warum bieten Sie das nicht an? Weil erstens einmal müssen Dokumenten geschickt sein. Okay, nein, müssen nicht. Okay, ich lasse dann jemand von Kundenservice Sie anrufen, okay, wenn Sie frei sind. Bitte schreiben Sie uns über E-Mail. Nee, aufregen brauchen Sie sich nicht. Ich rege mich gar nicht auf. Ich merke nur, dass ich offensichtlich bei der falschen Firma bin. Nee, ich schreie. Wollen Sie, dass ich schreie? Das ist Schreien. Ja, ich will. Okay, das ist ein Schreien. Sie sind ein fürchterlich seriöses Unternehmen. Ich stelle das schon fest. Wie Sie möchten, wie Sie wünschen. Sie kriegen dann eine Nachricht von unserem Kundenservice, okay? Die Frau Schuster. Genau, die kann mich gerne anschreiben. Die E-Mail-Adresse ist ja bekannt. Danke, Brümmer. Bis dann, tschüss. Ja, tschüss. Hallo? Ja, hallo, Herr Brümmer. Schönen guten Tag. Hier ist Dennis Scholl von Phantom Finanz. Hallo, Herr Scholl. Hallo, Herr Brümmer. Ich grüße Sie. So, ich habe ein paar E-Mails gehabt von Ihrer, von Herrn Martens.
Das ist Mertens, ja, ist mein Buchhalter. Genau, Buchhalten. Okay, da haben wir schon gesprochen, also über Ihre Situation. Es tut mir leid, dass ich dazu gekommen. Also wirklich das Letzte, was ich will, das ist Sie Kopfschmerzen zu machen. Andersrum, ich interessiere mich schon, mit Ihnen anfangen zu arbeiten, damit wir das alles schon beiseite lassen, können uns konzentrieren auf unsere Zukunft, auf unsere gemeinsame Arbeit. Das interessiert mich. Wie gesagt, also Ihre Geld ist auch wie mein Geld im Endeffekt. Ja, so mehr Sie profitieren, so mehr werde ich davon auch profitieren. Ich habe immer ein kleines Stückchen von Provision. Deswegen, gut, das lassen wir ganz kurz beiseite. Na, für mich lassen wir das nicht so schnell beiseite, weil das, was Ihre Firma da gemacht hat, ist schon sehr, sehr seltsam. Ich hatte klar definiert, dass die E-Mails an die Buchhaltung gehen sollen. Ich erhalte weiter E-Mails an meine private Adresse. Was soll sowas? Herr Brümmer, also möchten Sie das Gold verlöschen, dann werde ich ihm das Geld zurücküberweisen. Wir bleiben Freunde und alles ist okay. Also schauen Sie, ich will nicht mit ihm diskutieren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ihm hier jemand was Schlechtes getan haben. Andersrum. Sie haben das Konto bei uns verifiziert. Okay, bei jedem Kunde, der verifiziert sein Konto, bekommt ein automatischer E-Mail von unserem Kundenservice bezüglich die Unterlagen, die Verifizierung. Ja, aber ich habe es heute ja nochmal bekommen. Warum? Vielleicht ist es erst heute angekommen bei ihm, aber Sie haben. Nee, ich habe dieselbe E-Mail schon mal bekommen. Dieselbe E-Mail nochmal. Kleinen Moment. Ich werde mich ganz kurz meinen Kundenservice kontaktieren und ich werde gucken, ob es ist richtig. Kleinen Augenblick bitte. Warten Sie am Apparat. So, ich habe gerade eine Sekunde. Hast du heute erst geschickt? Erst heute hast du es geschickt? Okay. Gut, Herr Brümmer, tut mir leid, also das ist... Also einmal haben Sie es am 8. bekommen, da haben Sie richtig nicht reagiert und dann die Kunden... Danach hatten wir ja gesprochen und dann habe ich heute dieselbe Mail nochmal bekommen. Warum? Genau, also dann erkläre ich Ihnen warum. Okay, meine Aufgabe, Sie zu beraten, mit Ihnen zu arbeiten, für Sie den Markt zu untersuchen, für Sie Positionen einzusetzen. Eigentlich, ich sollte mich nicht darum kümmern, dass die Dokumente uns die Unterlagen schicken. Dafür gibt es die Kundenservice-Abteilung. Okay, so, da Sie haben nicht reagiert auf das erste E-Mail. Das war alles besprochen, das war doch alles schon mal besprochen, dass es über Postident-Verfahren geht. Genau, das haben wir zwischen uns telefoniert, also das haben wir zwischen uns geklärt. Richtig. Also wir haben schon mal darüber gesprochen, okay, aber die Kundenservice hat von ihm noch keine Reaktion bekommen. Okay? Haben Sie so eine schlechte Kommunikation innerhalb Ihrer Firma? Schauen Sie, ich arbeite mit sehr vielen aktiven Kunden gleichzeitig. Okay, also wie gesagt, ich muss mich nicht kümmern um Dokumenten. Ich sage ihm auch ganz ehrlich, das ist das erste Mal, wo ich so eine Schwierigkeit bekomme wegen der Verifizierung. Was sollte eigentlich in Ihrem Interesse sein, das Konto zu verifizieren? Heute habe ich Ihre Buchhaltung auch beantworten, dem Herrn Martins, dass leider wir haben nicht die Möglichkeit mit dem Service von Identverfahren, also Postidentverfahren zu arbeiten, weil wir verifizieren unsere Kryptokonten im Ausland. Das ist kein Problem, das macht Postident auch. Das ist kein Problem. Also da, wo wir unsere Kunden verifizieren, da haben wir nicht die Möglichkeit, diesen Service zu benutzen. Es tut mir echt leid. Wo also, verifizieren Sie denn Ihre Kunden? In welchem Land? Also es gibt verschiedene Optionen. Heutzutage gibt es Umwandlungsgebühren. Meine Frage war, in welchem Land verifizieren Sie Ihre Konten? Schauen Sie, wenn Sie mich aussprechen lassen, dann werden Sie auch verstehen meine Antwort. Da heutzutage gibt es sehr höhere Umwandlungsgebühren beim Kryptobereich. Wir versuchen für unsere Kunden eine Möglichkeit zu finden, wo sind die niedrigsten Kosten bei jeder Auszahlung. Es gibt verschiedene Kryptobanken, zum Beispiel der Bitstamp.
Bitstamp, das ist eine Kryptobank, wo können wir unser Konto verifizieren. Der zweite Bank, das ist BTSE. Okay, eine ist in Großbritannien, eine ist in Litauen. Schau, bei einer Auszahlung als Beispiel, wir haben jetzt zusammen ein halbes Jahr gearbeitet, hoffentlich, ja, haben wir zum Beispiel erreicht eine Summe von 100.000 Euro. Okay, jetzt stellen Sie vor, auf 100.000 Euro müssen Sie beim Coinbase vielleicht 2,5% Umwandlungsgebühr bezahlen. Bei jeder Transaktion aus Ihrem Kryptokonto auf Ihre Girokonto. Okay, bei großen Summen wie 100.000 Euro, das sind Summen, die merkt man schon. Deswegen haben wir andere Möglichkeiten für unsere Kunden, da wir sind international. Wir haben ein Filial in England, in Litauen, in Berlin. Also wir sind international, wir haben verschiedene Optionen. Ja, also wir suchen immer für unsere Kunden einen Punkt, wo wir können ein Konto verifizieren, um die niedrigste Umwandlungsgebühren auszunutzen. Okay, weil also es geht um unser Geld, okay, und das wollen wir natürlich nicht schenken. Es gibt eine Umwandlungsgebühr im Kryptobereich und das versuchen wir niedrig zu halten. Okay, das habe ich ihm versucht zu erklären. Schauen Sie, es gibt noch eine Option. Sind Sie noch dran? Hören Sie mich? Ja. Okay, es gibt noch eine Option. Okay, es wird ein bisschen kompliziert sein. Okay, aber das können wir mal mit Ihnen versuchen. Sie können sich verifizieren woanders. Okay, Sie finden sich ein Kryptokonto. Okay, da können Sie sich verifizieren. So, dadurch werden Sie bekommen so eine Bankverbindung. Also bei jedem Konto, wo Sie sich verifizieren, als Beispiel Binance, ja, also so wie ich weiß, Sie haben mit mir schon mal gesprochen über Binance, ja, Sie haben Binance-Account. Richtig. Oder haben Sie noch nicht? Doch, habe ich. Also nach die Verifizierung bekommt ein Kunde bei jeder Kryptobank bekommt eine Bankverbindung, okay, um Geld zu überweisen. Okay, und auch wenn Sie zum Beispiel eine Auszahlung machen durch Ihre Binance-Account, das funktioniert immer durch diese gleiche Bankverbindung. Okay, so, das heißt, Sie können sich woanders verifizieren, nicht mit uns. Okay, dann bekommen Sie eine Bankverbindung. Okay, wenn Sie zum Beispiel jetzt weiter investieren möchten, können Sie einfach das Geld überweisen auf Ihre Binance-Konto. Dann kann ich Ihnen geben eine Wallet-Adresse, was gehört zum Ihre Konto bei uns. Nee, das soll ja dann über meine Wallet gehen, nicht über Ihre Wallet. Aber, Herr Brümer, wie kann ich Ihre Wallet verbinden mit Ihrem Kryptokonto bei uns, wenn Sie sich mit uns nicht verifizieren möchten? Ja, ich will es ja, aber Sie bieten es ja gar nicht an. Das gebräuchlichste Verfahren bieten Sie gar nicht an. Postident bieten Brümer, Sie... Herr Brümer, Darf ich mal bitte? Nach Ihrer ersten Aussage, in einer Ihrer ersten Mails, haben Sie gesagt, Sie akzeptieren Postident-Verfahren. Jetzt auf einmal nicht. Das ist doch sehr dubios. Warum jetzt auf einmal? In Ihrer E-Mail steht es drin. Das steht in Ihrer E-Mail drin. Welche E-Mail? Augenblick, ich schaue nach. Das war... So, das war... Die E-Mail war vom... wo ist das Datum? Sie haben es an den Buchhalter geschickt. Wir verstehen die Bedenken von Herrn Brümmer bezüglich der Verifikation und möchten Ihnen versichern, dass wir alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die Daten unserer Kunden geschützt sind. Wir bieten das Postident-Verfahren sowie das Video-Ident-Verfahren an und sind bereit, die vom Herrn Brümmer bevorzugte Methode zu nutzen. So, das steht in Ihrer E-Mail. Eine Sekunde, ich mache das ganz kurz auf. Das war mit Ihrer Buchhaltung. Am welchem Datum war das? Am 8. Müsste ich gucken. Ja, am 8. Um 15.33 Uhr. So, jetzt habe ich diese E-Mail von mir. Schönen guten Tag, Frau Stampisch, ich grüße hier Erik, alias Löscher, wie geht es, Frau Stampisch?
Okay, jetzt verstehe ich, um was es geht. Gut, so, das ist, Ja, das ist Ihre Aussage. Und jetzt gilt die alle nicht. Genau, also da habe ich mich irgendwie vertippt, das ist mein Fehler. Vertippt? Okay. Also das ist kein Schreibfehler. Ja, also, genau, das ist ein Schreibfehler. Nee, das ist kein Schreibfehler. Schauen Sie, also das hat für mich meine Kollege beantwortet, da ich bin den ganzen Tag im Handelsraum und er hat mich wahrscheinlich falsch verstanden. Das ist das Problem jetzt. Okay, Herr Brümmer, dann schauen Sie, ich habe das Gefühl, dass wir mit Ihnen dadurch nicht weiterkommen. Ich übernehme 100% diese Fehler, das ist unsere Fehler und das ist unsere Schuld. Okay, da haben wir uns falsch verstanden. Und es tut mir leid, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen laut. Ich übernehme das 100%, okay, das ist unsere Fehler. Sie dürfen wirklich entscheiden, wie es weitergeht, weil ich sage Ihnen ganz ehrlich und offen, ja, es gibt zwei Optionen. Entweder wir machen zusammen eine Gesichtsverifizierung, da müssen Sie die Dokumente hinterlegen. Ja, Sie, entweder wie denn? Wie denn? Sie müssen die Dokumente an uns weiterleiten und wir machen die Verifizierung zusammen. Sie das werden ist sich selber verifizieren, okay, aber Sie müssen die Dokumente an uns weiterleiten. Das ist die erste Option. Fällt aus. Die zweite Option habe ich ihm auch. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Sagt Ihnen der. Ja, ich verstehe Ihre Argumente. Ja, darf ich bitte ausreden? Sagt Ihnen der Paragraph 20 Absatz 2 des Passausweisgesetzes etwas? Also, ich weiß schon, was Sie meinen. Ja, was meine ich also, denn? Heutzutage darf man nicht Dokumente weiterleiten per E-Mail. Richtig. Oder per, genau, ich verstehe schon, was Sie meinen. Und deswegen habe ich so das Geld überwiesen, als Sie mir, nachdem Sie mir ja sagten, dass Sie das Postident-Verfahren anbieten. Nee, Sie haben das Geld überwiesen davor. Ja, aber nachdem wir das besprochen hatten, telefonisch besprochen hatten, Sie hätten ja gar nicht vorher mein Geld annehmen dürfen, nach Geldwäschegesetz. Sie hätten vorher verifizieren müssen. Haben Sie nicht. Das ist sehr laut bei Ihnen. Die Sache ist so, ja, tut mir leid, also ich kann nicht anders. Die Sache ist so, Herr Brümmer, wir haben die Möglichkeit, mit Ihnen zusammen jetzt eine Auszahlung zu beantragen. Somit werden Ihre Daten gelöscht, so wie auch Ihre Name, Ihre E-Mail und Ihre Telefonnummer. Das wird alles gelöscht. Ich finde es einfach schade, okay, weil wir sehen, dass das Geld, was Sie bei uns eingezahlt haben, arbeitet sehr schön. Also Sie haben schon knapp 50% Gewinn generiert, seitdem Sie bei uns eingestiegen haben. Fast 50%, 100 Euro von 250 sind keine, das stimmt nicht, das sind nicht 50%. Fast 50, vielleicht 33, okay, sowas. Im Endeffekt, das sind sehr schöne Ergebnisse, okay, das Geld arbeitet für uns und das ist ein gutes Zeichen und das zeigt uns, dass wir könnten mit ihm auch viel mehr erreichen. Das steht schwarz auf weiß momentan. Die Sache ist so, wir arbeiten im Kryptomarkt. Okay, ich weiß nicht, ob das ist im Bewusst oder nicht, aber der Kryptomarkt heutzutage, der ist noch nicht reguliert. Ja, aber Sie sagen doch, Sie sind reguliert, haben Sie gesagt. Wir haben eine Lizenz, um mit Geld zu arbeiten. Dafür habe ich ihm auch unsere Lizenznummer geschickt, unsere BaFin-Registrierung. Das habe ich weitergeleitet an den Herrn Martin. Ja, Mertens heißt er. Mertens, Entschuldigung, tut mir leid. Dafür habe ich ihm das alles auch weitergeschickt. Da wir arbeiten mit Kryptowährungen, es ist ein bisschen andersrum. Also das sind keine Aktien, das sind keine Wertpapiere, keine mineralen Energieanlagen, wo heutzutage Leute investieren. Es ist ein bisschen anders. Es gab schon mehrere Fälle, wo Kunden haben sehr viel Geld verloren, weil sie haben auf irgendwelche Konto investiert, was nicht mal mit ihrem Namen verknüpft, okay, und hat jeder jetzt Zugriff auf das Geld. Deswegen, jede Kryptobank, eine
seriöse Kryptobank, der arbeitet mit Kryptowährungen, heutzutage verlangt eine Verifizierung. Richtig, die habe ich ja auch. So. Genau, das haben sie auch beim Binance gemacht, als Beispiel. Deswegen, sie wissen ganz genau, was ich meine. So, deswegen, ich habe ihm die ersten zwei Möglichkeiten genannt. Also, dass sie haben die Möglichkeit, entweder das Konto zu verifizieren, entweder das Konto zu löschen, entweder sie haben die Möglichkeit, sich selber ein Konto zu verifizieren. Okay, und ich gebe ihm einfach eine Verbindung zwischen ihrem Kryptokonto beim Binance, bei der Bank, und auf ihren Handelsplatz bei uns, damit sie Geld transferieren können zwischen ihrem Kryptokonto und ihrem Handelsplatz. Okay, weil ansonsten, wir haben nicht die Möglichkeit. Auch beim Auszahlungen werden wir die gleiche Problem haben. Okay, sie dürfen entscheiden, das ist 100% ihre Entscheidung, Herr Grümer. Wie gesagt, ich bin ihnen bereit, alles zu geben, was sie brauchen, um gut zu schlafen, damit wir gemeinsam gut arbeiten. Sie können mich noch nicht, okay, ich habe sehr viel Erfahrung in diesem Markt, ich mag meinen Job, ich weiß ganz genau, wie ich ihr Geld vermehren kann, das mache ich täglich mit meinen Kunden. Manchmal, ich bin ein bisschen aggressiv, ein bisschen nervig, aber ich weiß auch, dass so eine Art und Weise bringt Resultate. Okay, das Letzte, was ich will, ist mit Ihnen zu diskutieren. Andersrum, also ich bin der Meinung, wir sollten schon längst gemeinsam anfangen zu arbeiten, weil es gibt wirklich heutzutage sehr viel Potenzial auf diesem Markt. Okay, wenn irgendwann was passiert, um Gottes Willen, jetzt wird Ihr Konto hacken und davon Geld zu klauen, die werden uns am Ende klagen. Okay, das wollen wir nicht und deswegen müssen wir uns davon schützen. Okay, ich kann nicht mit einer Kundin arbeiten. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Vielleicht hat Ihre Sohn von Ihnen Dokumenten geklaut und Ihr Konto bei uns verifiziert. Vielleicht sprechen Sie jetzt und Sie sind überhaupt eine andere Person. Sie haben jetzt zum Beispiel schwarzes Geld und Sie versuchen uns durch uns das Geld zu waschen. Wir versuchen uns anzuschützen und Sie müssen uns auch verstehen, Herr Brümer. Okay? Machen Sie sich Gedanken, entscheiden Sie bitte, was Sie machen möchten. Okay, ich bin jede Zeit für Sie da. Das ist 100% Ihre Entscheidung, Herr Brümer. Ja, ja, nein, nein, ich werde nicht böse sein und ich hoffe auch Sie nicht. Okay, aber für mich ist es einfach so ein bisschen verlorene Zeit. Ja, gut. Theoretisch, also ich bin bei Binance verifiziert. Das heißt, Sie können mein Konto mit Binance verknüpfen. Okay, also das heißt, ich kann ihm dann eine Wallet schicken. Okay, nee, und dann kann meine ich Wallet, meine Wallet, meine Wallet. Ja, ich schicke ihm Ihre Wallet, was verknüpft mit Ihrem Handelskonto bei uns. Nee, ich brauche ja, mein Konto soll mit meinem Handelskonto verknüpft sein, nicht Ihre Wallet. Das ist ja was anderes. Es muss ja mein Konto sein. Um eine Wallet bei uns zu bekommen, müssen Sie sich bei uns erstmal verifizieren. Ich habe eine Wallet. Und das ist Sie verifiziert. Haben eine Wallet, aber was hat diese Wallet zu tun mit unserem Handelsplatz? Ja. Das sind zwei verschiedene Plätze. Ich hätte mich ja gerne verifiziert. Ich hätte mich ja gerne verifiziert, aber entgegen Ihren eigenen Aussagen bieten Sie das Postident-Verfahren nicht an. Was soll ich dann davon halten? Okay. Und also dann habe ich eine andere Lösung. Vielleicht können wir das so machen. Wir können uns vielleicht verbinden durch so eine Remote Desk Control, okay, wo wir werden gemeinsam ein gleiches Bildschirm sehen. Okay, dann kann ich ihm dabei helfen beim Verifizierung eine neue Konto, zum Beispiel beim BTSE. Ist das Ihr Ernst? Das ist eine andere. Ist das Ihr Ernst? Das ist meine Frage. Ich soll mit meinem Firmencomputer Ihnen Zugriff auf meinen Firmencomputer geben? Herr Brümer, es gibt so, wissen Sie, was heißt 2FA? 2SA? Ja. Na, dann übersetzen Sie mir das mal. So, 2FA, das ist so eine QR-Code. Ach, was man 2FA, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Genau. Richtig, ganz genau. Nutze also, ich ständig. Ein bisschen Ahnung und das, genau, so. Um das Kryptokonto, um unseren Handelsplatz mit Ihrer Wallet zu verknüpfen, bräuchte ich einmal Ihre 2FA. Sie brauchen meine Zwei-Faktor-Authentifizierung?
Nee, also eins ist mal ganz klar. Ich lasse Sie nicht auf meinen Rechner, auf dem Kundendaten sind. Das verbietet der Staat. Ich lasse Sie nicht auf meinen Rechner. Herr Brümmer, dann bitte treffen Sie eine Entscheidung. Okay, das, wie Sie möchten, so werde ich das auch machen. Gut, dann würde ich sagen, Sie haben angeboten, mir das Geld zu überweisen. Dann gebe ich Ihnen die Kontonummer, dann überweisen Sie mir das zurück. Und dann ist alles okay, gut. Okay, dann machen Sie bitte sowas. Gehen Sie auf Ihren Handelsplatz. Okay, sind Sie momentan vielleicht am Rechner? Bin ich, ja. Okay, dann schauen Sie an der linken Seite. Es gibt eine Liste mit verschiedenen Optionen. Da gibt es Übersicht, Einzahlungen und Abhebungen. Abhebung beantragen. So, Übersicht, Verlauf des Trades, persönliche Daten, Passwort ändern. Übersicht. Na, also sehen Sie nicht Abhebung beantragen? Nee, momentan noch nicht. Ich logge mich nochmal ein. Sehen Sie auf dem, ich logge mich nochmal ein. Auf dem schwarzen Bildschirm, auf dem Diagramm. Ich logge mich nochmal ein. So, und jetzt Abhebung beantragen. Genau. Gut. So, und unten ist ein langer Knopf, in Widerrufsrecht anfordern. Nochmal anklicken. Ja. So, jetzt beim Betrag geben Sie bitte 349, ohne Komma, ohne gar nichts. Ach, das heißt, mein Gewinn, den Sie bis jetzt gemacht haben, der 349, okay. 349. Ohne okay. Komma, ohne gar nichts. Ja, die 40 Cent lassen wir da, okay, damit das Konto ist nicht 100% gelöscht. In dem Fall, wo Sie das vielleicht sich anders überlegt haben, okay, wenn es null auf Ihrem Konto, dann wird das automatisch dann alles gelöscht. Okay, wie Sie möchten. So. Ach, und hier wollen Sie schon wieder meine Daten haben. Personalausweis, Reisepass. Ja, das Geld muss auf Ihre Girokonto überwiesen werden. Ja, Sie bräuchten nur die Personalausweisnummer, Ihre IBAN-Nummer, BIC-Nummer. Nee. Die Personalausweisnummer, das ist ja dasselbe in grün. Die Personalausweisnummer kriegen Sie über Postident-Verfahren. Das Sie ja nicht Herr anbieten. Schicken Sie mir einfach Ihre IBAN per E-Mail. Ich werde dann die Auszahlung beantragen von meiner Seite selber. Okay? Okay, dann. Ich kopiere sie hier mal, meine IBAN. So, dann gehe ich mal in die E-Mail und antworte mal auf die letzte E-Mail, die ich erhalten habe. So, da gehe auf ich mal. Kundenservice oder zu mir schicken Sie das? Nee, direkt an Sie. Okay. Ich werde das laufendes Tag bearbeiten. Heute habe ich noch ein paar Termine. Also ich schätze, spätestens morgen früh werde ich die Auszahlung bearbeiten, okay, und dann dauert das vielleicht einen Tag. Okay, gut. Dann sind wir soweit klar, alles klar. Gut, dann schicke ich Ihnen die IBAN und dann schauen wir, wie es weitergeht. Gut, Herr Brümmer, dann verbleiben wir erstmal so. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Tut mir leid für diese ganzen Kopfschmerzen. Ich hoffe, Sie verstehen mich nicht falsch. Okay, gut, alles klar. Okay, wir können dann, Sie können mich ja morgen dann nochmal anrufen, wenn das durchgegangen ist und das Geld überwiesen ist. Ja, mache ich. Kein Problem, Herr Brümmer. Dann wir bleiben im Kontakt. Bis morgen. Bis dann. Tschüss. Danke, tschüss. Natürlich hat der nette Betrüger nicht angerufen oder eine E-Mail gesendet. Und nach über einer Woche war noch kein Geld auf meinem Konto. Habt ihr gemerkt, wie widersprüchlich seine Angaben sind? Er selbst wusste ja nicht mal, welche Infos er mir gesendet hatte. Zeit also, das Spiel zu beenden. Wie am Anfang gesagt, ist deren Sitz am Rothschildplatz in 1020 Wien. In einer weiteren Mail teilte er mir den Sitz der Firma am Getreidemarkt in 18.4 in 1010 Wien mit. Außerdem ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer und deren Regulation über die BaFin. Natürlich wird in Österreich nicht über die BaFin reguliert, sondern über die FMA. Weder Adresse noch alle weiteren Daten waren von Phantomfinanzen.
Zeit also, das Spiel mit dem letzten Anruf zu beenden. Zum Glück hofften die immer noch auf mehr Geld von mir, da sie von mir einen Überweisungsbeleg von einem reichlich gefüllten Bankkonto erhalten haben. Wie der letzte Anruf endete, hört ihr jetzt. Hallo. 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 Wer ist da? Hallo. Ja, Herr Brümer, ich grüße Sie. Das ist Dennis Scholler. Hallo. Ja. Ja? Ja, bitte, Herr Brümer, Sie haben mich gebeten, dass ich Sie kontaktiere. Das ist Dennis Scholl von Phantom. Richtig, ja. Da ist wohl einiges schiefgelaufen bei Ihnen, oder? Was meinen Sie? Sie wollten mir eine E-Mail schreiben. Mein Geld ist immer noch nicht auf meinem Konto. Lassen Sie mich ganz kurz kontrollieren. Das haben wir bearbeitet schon letzte Woche. Eine Sekunde. Richtig. Einen Augenblick bitte. Hallo. Ja, hören Sie mich? Ja. Hallo? Okay. So, Herr Brümer, da war ein kleines Problem letztes Mal. Ich habe ihm gebeten, also danach habe ich ihm nochmal angerufen. Leider sind Sie nicht mehr rangegangen. Wo ich ihm das Geld überweisen wollte, der zentrale Bank hat verlangt, die ganze Bankverbindung. Also die haben mir damals nur ihre IBAN geschickt. Das reicht ja auch für die Bankverbindung. Das reicht ja auch. Ja, das sagen Sie. Aber das mag auch die Bank. Man braucht nur eine Bankverbindung. Also, ja, IBAN, BIC und Verwendungszweck und Ihre Personalausweisnummer. Brauchen Sie nicht. Brauchen Sie nicht. Ich arbeite mit vielen Banken zusammen, das ist nicht gefordert. Okay, Herr Brümer, das ist 100% Ihre Entscheidung. Wenn Sie das nicht machen möchten... Wissen Sie was? Hören Sie, Herr Brümer, hören Sie doch einfach mal zu. Auch andere, lassen Sie mich ganz kurz aussprechen, ja, dann, gut. Dann können Sie ihr was sagen. Okay? Wenn das ihm nicht gefällt und Sie sehen das nicht richtig so, Sie können das mit anderen Wegen machen. Das ist 100% Ihre Entscheidung. Dann nehmen Sie einen Anwalt, machen Sie, wie Sie das richtig denken. Okay, machen Sie das bitte so, wie Sie denken. Wir machen das so, wie wir das wissen, so wie das sein müsste. Okay, wenn Sie das nicht akzeptieren, das ist 100% Ihre Entscheidung, Herr Brümer. So, jetzt sind Sie fertig? Ja, jetzt bin ich fertig. Gut. Ich weiß natürlich, dass ein Anwalt nicht brimmt, weil Sie eine Betrügerfirma sind. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Ihre Adresse ist unterschiedlich. Die Firma, die Sie angegeben haben, unter der Adresse am Getreidemarkt 18.4, ist die Firma Bitcoin Wien. Die Umsatzsteueridentnummer ist von Bitcoin Wien und nicht Ihre Firma. Sie sind ja angeblich in Wien, in einem ganz anderen Stadtteil von Wien. Können Sie mir dazu was erklären? Herr Brümer, wir sind eine Unterfirma. Also nein, Sie sind keine Unterfirma, Sie sind eine andere Firma. Sie haben die Adresse einer anderen Firma angegeben. Sie sind eine Betrügerfirma. Wo sind Sie denn lizenziert? Wo sind Sie denn lizenziert? Ich habe ihm das alles geschrieben. Nein, Sie haben mir nicht. Ja, Sie wollen bei der BaFin lizenziert sein. Die BaFin ist für Österreich gar nicht zuständig. Da sehen Sie mal, wie dumm Sie als Betrüger sind. Sie sind so dermaßen dumm. Ich habe es von Anfang an gewusst, dass Sie ein Betrüger sind. Sie haben keinerlei Geld von mir bekommen. Ich lache Sie aus, weil Sie so dumm sind. Sie sind ein so dermaßen dummer Betrüger. Ich möchte das bitte nicht von ihm hören. Das macht mir gar nichts aus. Das Schöne ist, das alles wird als Video bei YouTube online gestellt. Die ganze Geschichte. Sie werden sehr viel Freude haben damit. Okay, perfekt. Dann ja, genau, perfekt. Ja, Betrüger. Das war die Geschichte der Betrügerfirma Phantom Finanzen. Die ganze Firma und die vorgegaukelten Gewinne sind alle nur Phantom oder Fake. Genauso wie der Name des Herrn Scholl. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß beim Blick hinter die Kulissen.
Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Nächste Woche gibt's wieder ein neues Video auf meinem kleinen Kanal. Bis dahin bleibt gesund und fit, euer Callcenter-Crusher.